So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Letztes Mal sind wir auf dem Weg zum Forscherinstitut gewesen, wo Pura dieses Roboterviech untersuchen soll, diesen kleinen Roboter, von dem wir wissen, dass er aus der Zukunft gekommen ist, aber eigentlich die noch nicht, glaube ich, bin mir nicht sicher. Und ja, haben dann unterwegs ein bisschen mit Wächtern gespielt und sind jetzt endlich angekommen. Und haben neue Link hat jetzt ein krasseres... Achso, das kann ich noch nicht auswählen. Okay, aber Link hat jetzt ein besseres Schwert. Sehr gut. Und neue Materialien haben wir auch. Und neue Rezepte haben wir erlernt. Okay. Cutscene? Ah. Er nutzt eine uralte Energiequelle und bislang gänzlich unbekannte Technologie. Mit anderen Worten, es handelt sich um ein völlig neues Wächtermodell, wie ich es noch nie zuvor sah. Okay, Robelo. Instrumente wie der Shika-Stein, welche die Macht alter Relikte verstärken, sind nur ein Teil dieser Technologie. Ich verstehe. Schließlich können auch wir den Shika-Stein zusätzlich finden sich im Inneren Informationen, die wir uns nicht einmal haben vorstellen können. Ist das Pura? Pura! Pura, Kachika! Hier, ich konnte übrigens einige Bilder aus diesem Wächter extrahieren. Oh. Ist das... Wait, sehen die jetzt? Ja, kein Wait! Zweifel. Das muss Schloss Hyrule nach der Wiederkehr der Verheerung sein. Bislang konnten wir keine weiteren Informationen extrahieren. Doch wenn ich meine Analysen weiterführe, finde ich höchstwahrscheinlich noch etwas heraus. So wird also Schloss Hyrule aussehen, nachdem die Verheerung zurückgekehrt ist. Dann wird ganz Hyrule dem Untergang geweiht sein. Die bisher von uns ergriffenen Maßnahmen werden wahrlich nicht ausreichend sein. Ich verstehe, wie sie das machen. Nicht gelingen, die Verheerung zu versiegeln. Nein. Das darf ich nicht zulassen. Für den Sieg über die Verheerung Ganon waren drei Dinge vonnöten. Das Bannschwert, die Siegelkraft, die der Prinzessin von Hyrule innewohnt, sowie die Macht der vier Titanen, die in den Regionen des Landes ausfindig gemacht wurden. Doch der Wald der Crocs und damit das Schwert, das die Dunkelheit versiegelt, waren in die Hände von Monstern gefallen. Auch deutete nichts darauf hin, dass die Kraft der Prinzessin von Hyrule, Zelda, in Bälde erwachen würde. Ein besorgter König Roam entsandte Zelda, um die Piloten der Titanen zu versammeln. Zusammen mit Link, der aufgrund seines Kampfesmutes zu ihrem Ritter ernannt worden war, zog sie aus, jeden der vier Auserwählten aufzusuchen. Du bestehst also darauf, dass dich dieses verdächtige Relikt begleitet? Ah, das passt ihm nicht. Ja. Das passt aber zu ihm, ja. Ich sprach mit Pura und Robelo und wir hielten es für das Beste. Ich werde dies nur einmal sagen. Auf keinen Fall hast du deine Pflichten zu vernachlässigen. Ist das klar? Ich kenne meine Rolle und ich werde sie spielen, das gelobe ich. Es war ja auch in Breath of the Wild schon so, dass er nichts davon hielt, wenn sie sich mit den Relikten und so beschäftigt hat. Ne, mit den Wächtern. Sondern sie soll sich ja auf ihre
ihre Magie quasi konzentrieren und die Verheerung zu versiegeln. Ja, das passt. Das passt. Ich habe mich jetzt nur gerade gefragt, wie Kanon wird die Geschichte sein? Denn dadurch, dass die jetzt... Die schaffen gerade ein Zeitparadoxon. Die Prinzessin des Königreichs von Hyrule, in deren Adern das Blut einer Göttin fließt. Sie erforscht die antiken Relikte, die weltweit zu finden sind. Seit sie ihre Mutter verlor, konzentriert sie sich täglich auf ein zermürbendes geistiges Training, um ihre Kraft der Versiegelung zu wecken. Genau, und das ist das ja, was der König vorantreiben will, wo er ja selbst in Breath of the Wilds immer so, in dem Tagebuch konnte man es lesen von ihm, wo er geschrieben hat, dass es ihm nicht leicht fällt, aber dass es halt sein muss. Hä? Ich dachte, nach der Mission ist die Demo zu... What? Ich dachte, nach der Mission ist die Demo zu Ende? Wie schaffen das denn Leute in eineinhalb Stunden? Hä? Die Macht des Wächters aus der Zukunft hat die Tür zu einem Schlachtfeld in einer anderen Welt aufgestoßen. Dort kannst du dich vielen neuen Herausforderungen stellen. Sieh dir die Schlachten und Missionen an und sortiere sie. Drück auf der Karte von Hyrule LR, um die Kategorien zu wechseln. Daruk hält ja... Wait, jetzt kann man hier Mipha, dann ist hier unten Urbosa und da oben ist Rivali. Yo, das sind vier neue Schlachtfelder, die praktisch die vier... Okay. Ach so. Haha, ja, I see. Okay, ich habe mich schon gewundert. Gut, das heißt, die großen Missionen haben wir abgeschlossen. Aber da wir ja den Spielstand eh verwenden können, können wir jetzt noch so Aufrüstung und so Kram machen. Ne? Ich wollte eben gerade sagen, wie Kanon wird die Geschichte sein? Ich glaube nicht, dass es im normalen Breath of the Wild gab es diesen Roboter da überhaupt nicht. Der kam aus so einer Kiste in Zeldas Gemächern und hat jetzt sozusagen Fotos von der Verheerung aufgenommen, um der Zelda der Vergangenheit hier, also das ist vielleicht, was weiß ich, ein oder zwei Jahre vorher, oder ein paar Monate vielleicht nur, keine Ahnung, zu zeigen, hey, das wird passieren. So, und jetzt sind die ja aber in dem Wissen, dass das passieren wird. Und dieses Wissen hatten die in Breath of the Wild ja nie erwähnt, sodass die gewusst hatten, dass das passieren könnte. Das heißt, wir verlassen jetzt schon die Breath of the Wild Timeline. Wir sind jetzt schon in einer anderen Timeline drin. Das heißt, theoretisch können die Entwickler jetzt aus der Geschichte alles machen. Ohne die Breath of the Wild Timeline und die Kanon Timeline damit anzugreifen. Sie könnten sogar dafür sorgen, dass es nicht zur Katastrophe kommt in dieser Timeline. Weil das jetzt schon eine andere Timeline ist. So die Zeit, die Vergangenheit wurde jetzt ja schon geändert, dadurch, dass die erfahren haben, was in der Zukunft passieren wird. Dadurch sind wir ja schon in einem anderen Universum gelandet. Okay. Das könnte wirklich bedeuten, dass wir am Ende nicht die Katastrophe, dass nicht alle sterben. Das wäre ja wild. Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Weil eigentlich ist ja Breath of the Wild dann so die Rache, ne? Okay. Was können wir hier tun? Nix. Das kann man sowieso nicht. Was können wir hier tun? Werfen und sprengen. Empfohlen. Das ist ein Spiel. Das ist eine Schlacht, die ich machen will. Okay. Hauptgegner. Okay. Das können wir tun. Das ist ein neues Rezept, oder was? Der Besitzer eines Lebensmittelsgeschäfts. Ne, Zutatenladen wird eröffnet. Okay. Triff Maßnahmen gegen die Bockblins und beruhige den Zorn des Besitzers. Oh, hier. Zack. Die Bockblins konnten durch Bienen, die sie verabscheuen, vertrieben werden. Und es ist wieder Frieden auf dem Kürbisfeld eingekehrt.
Auch der Besitzer führt wieder zufrieden seinen Laden. Jetzt verfügbar Zutatenladen, satt und glücklich. In verschiedenen Läden kannst du Materialien kaufen und... jetzt kann ich dann Zeug verkaufen, was ich nicht brauche. Da ich aber noch nicht weiß, was ich nicht brauche, verkaufe ich noch nichts. Das Angebot unterscheidet sich je nach Laden. Ja, das ist klar. Ja. Kaufen, verkaufen. Was hast du? Okay, die haben dann... Okay, wenn man Materialien braucht, kann man dann hier für Rubine Materialien kaufen. Falls man mal... Ne, und dann kann man hier auch für Rubine Materialien verkaufen. Wahrscheinlich gibt es dann wieder Materialien, die einfach nur zum Verkauf geeignet sind. Ne, wie sowas hier zum Beispiel. Könnte ich mir vorstellen. Aber wir behalten das mal alles. So. Ja, bitte gerne. Okay. Das geht auch noch nicht. Da fehlen mir 5 irgendwas dafür. Das war die Mission. Okay, können wir... Wie war das mit dem Sortieren? Läden? Achso, habe ich nur eine, deswegen kann ich nicht weiter sortieren. Okay, Karte. Kapitel. Ah, da kann ich dann zwischen den... okay. Kapitel 2 wären dann also die 4 hier. Und das können wir jetzt natürlich noch nicht machen. Da kommen dann auch ganz viele neue Kapitel dazu mit der Zeit. Ah, hier habe ich dann die verschiedenen Missionen. Okay, Herausforderungen. Gestohlenes Land und Werfen und Sprengen. Okay, es sind noch 2 Missionen, die wir vielleicht spielen können. Weiß ich nicht. Hyrule-Missionen. Okay, das geht noch nicht. Das haben wir gemacht. Das war abgeschlossen. Impa hat auch Hyrule-Missionen. Das sind diese Dinger. Das geht nicht. Zelda. Geht auch nicht. Aber das ist eine gute Übersicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht. Hylias Schmiedegild ist verfügbar. Die Schmieden von Hyrule brauchen starke Körper, um gute Waffen herzustellen. Daher trainieren sie Tag und Nacht. Bringe ihnen Materialien, die beim... Okay, zack. Her damit. Prima! Gut gemacht! Die Schmiede samt ihrer beeindruckenden neuen Muskeln haben... Hä? Die Schmiede... Ach so. Haben die Hylia Schmiedegilde gegründet, um Waffen herstellen zu können, die echten Kriegern angemessen sind. Hylia Schmiedegilde. Du kannst deine Grundwaffe verstärken und andere Waffen damit kombinierst. Nicht mehr... Oh! Hier kann ich Waffen verkaufen. Juhu! I see. Na, hier kann ich jetzt hergehen und sagen, den ganzen Stock und so, den ganzen Blödsinn, da brauche ich nicht. Aber vielleicht kann ich auch vorher kombinieren, und das, um es so stärker zu machen. Das kann natürlich sein. Muss ich mal gucken. Muss ich jetzt nicht jetzt gucken, aber grundsätzlich. Da unten sieht man den Verkaufswert. Der Ast würde 24 geben. Okay. Aber kann ich vielleicht vorher irgendwas kombinieren? Was hast du denn? Also was kann ich denn jetzt hier tun? Fähigkeiten übertragen. Wenn du... Eine Ausgangswaffe mit anderen Waffen kombinierst, erhöhen sich ihre Stufe und die Angriffskraft. Dabei kannst du Siegel übertragen. Die Anzahl hängt von der Stufe der Waffe ab. Das ist alles Stufe 1. Das habe ich aktuell. Das ist Angriffsweite plus 4%. Wenn ich jetzt aber... Das hier habe Schaden durch Spezialangriff plus 5%. Wenn ich die zwei jetzt verknüpfen will, das ist ja beides ein Soldatenschwert. Kann ich jetzt also so... Und hä, was habe ich jetzt gedrückt? Ach, ausrüsten. Nee, auswählen habe ich gedrückt. Würde das jetzt zu 14 werden? Sehe ich das gerade richtig? Oder was? Wie habe ich das zu verstehen? Also, wait. Wie funktioniert das Kombinieren? Ich wollte die 17 und die 12 kombinieren. Wenn ich das so mache und so... Ich rüste mal kurz den Ast aus. Dass ich hier... Vielleicht kann ich nicht kombinieren, wenn ich eine Waffe in Besitz habe.
So kann ich kommen. Ach, da unten kann ich jetzt Plus drücken. Aber das wird jetzt Stärke 14 draus werden. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Das will ich nicht. Was ist, wenn ich den Ast kombiniere eigentlich? Ah, den habe ich jetzt wieder gerade ausgerüstet. Rüst mal das aus. So. Ich will den Ast und den Ast kombinieren. Ach, der kostet auch Geld. Aber ich sehe jetzt, was draus wird. So in etwa wird das aus, dann kann ich wirklich loslegen. Nee. Natürlich nicht. Wird aber die Stufe auch erhöhen. Okay, I see. Ja, gut. Müssen wir jetzt nichts machen weiter. Aber verstehe, was da los ist. Verstehe, was da los ist. Okay, haben wir jetzt noch... jetzt bin ich wieder raus. Haben wir noch Hyrule-Missionen? Nee, das geht armer. Also das... Okay, mehr... Ah, hier! Geht alles nicht. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Okay, dann haben wir nur noch die Herausforderungen. Zwei Stück. Werfen und sprengen. Empfohlener Level, Stärke 4. Wir sind Stärke 6. Das passt also. Dann gehen wir in die Schlacht, würde ich sagen. Werfen und sprengen. Geht nur mit Link. Kein Rezept. Los. Ich denke, dann machen wir noch die zwei Herausforderungen. Vielleicht dauern die gerade noch so eine Viertelstunde zusammen. Vielleicht haut es hin. Ja. Weißt du einem gegnerischen Angriff im letzten Moment aus? Ja, das muss aber wirklich exakt timen. Führst du in Feuer gehüllt einen Angriff aus, kannst du deine Umgebung in Flammen setzen. Bist du von Gras umgeben, breitet sich das Feuer aus. Besiege die Bockblins. Einfach alle besiegen? Jo, hier sind überall Fässer. Warte, kann ich die Fässer vielleicht mit Magnet? Else, wer quatscht, ne? Ja, das war Quatsch. Ich glaube, ich muss einfach nur die 100 Stück besiegen, wenn ich das da sehe, ne? Also besiegen mal 100 Stück. Das ist jetzt nicht gerade die größte Mission. Roms! Oh, Hälfte haben wir schon down. Naja, fast. Also aufgerundet die Hälfte. Wieso heißt das Werfen und Sprengen? Ich sprenge überhaupt nichts. Und ich werfe auch nichts. Aber ich kann es mal machen. Sind es eigentlich dann alle oder? Ne, sind viel mehr als da sind, okay. Einfach, mess einfach nach einer Anzahl dann fertig. 96. 97. 98. Ich habe noch nie den Bogen eingesetzt. 100. Neues Ziel. Ach so. Erobere den. Ach so. Das war noch gar nicht vorbei. Yo, dieser Bogen ist auch nicht schlecht, ne?
Okay, das war nur der Anfang mit den 100 Dingern. Okay, ich habe mich schon gewundert. Stufe erhöht. Nice. Ich sehe, dass das A blinkt. Ich hebe es mir aber auf, wenn der Haupttyp hier auftaucht. Dann kriegt der A in die Fresse. Was jetzt gleich der Fall sein dürfte. Jawohl! Hier! Zack! Oh. Ah, wobei. Hat gut abgezogen. Ein Feuer-Pyromeus. Das ist jetzt nicht so cool. Den hätte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt. Muss ich jetzt nicht haben. Aber gut. Kümmern wir uns um den Typen. Nice. Schön. Das hat mich hingehauen. Ah, ich verstehe das. Jetzt habe ich das mit dem X verstanden. Gut, ich hatte keine Ahnung, ob ich geworfen und gesprungen habe, aber gesprungen. Ich habe gesprungen, gesprengt habe, aber wir haben es geschafft. Okay. Norn kriegt eine ordentliche Bock-Dings-Stock-Viech. Okay. Okay. Ach, dann taucht eine neue auf, oder was? Wieso ist denn da jetzt der Typ auf... Hä? Wieso ist der denn jetzt hier aufge... Schickerstein, längerer Kombo-Angriff. Du erfährst, dass ein bestimmtes Material dabei helfen könnte, die Entwicklung des Schickerstein-Erweiterungsmoduls im Königlichen Institut vorzubringen. Find und überbring es Prinzessin Zelda. Ich habe es geschafft! Das ist nur für Zelda, oder wie? Als Prinzessin Zelda das Material, das ihrer Forschung helfen würde, brachtest, leuchten ihre Augen. Die Entwicklung des Erweiterungsmoduls nun schneller voranschreiten. Ah ja, das hat Zelda jetzt was gebracht. Irgendwas. Was ist deine Mission? Okay, Explosionsgefahr. Das ist neu aufgetaucht, oder? Wir hatten noch hier noch ein anderes. Gestohlenes Land hatten wir, genau. Aber das heißt, es sind noch mehr Missionen zur Verfügung. Jetzt machen wir erstmal gestohlenes Land. Sonderregeln, Zeitlimit. Okay. Auf geht's. Wer weiß, was mich erwartet? Ich nicht. Ja, okay. Jetzt haben wir, glaube ich, langsam alles gelesen. Ich denke, die grundsätzlichen Sachen habe ich auch gecheckt. Beginnen. Besiege die Exalfos. 300! Wahrscheinlich besiege ich jetzt 300 Exalfos. Oh, ah!
genau, ich muss ja X gedrückt halten für mehr Kommen. Ja, dann, okay, das war das, was ich immer nie gemacht habe. Hier, zack! Okay, I see. Stufe erhöht, nice. Ja. Alles brennt. Nice. Yo. Aua. Aua. Hundert haben wir schon. Ich renne hier einfach durch. Es kommen ja immer wieder welche. Also das geht schon klar. Gleich kann ich wieder aufladen. Zack, okay, jetzt brauche ich eine große Fläche, wo viele sind. Und dann kann ich hier... Zack! Ordentlich reinknallen. Das war nicht, was ich wollte. Das hat zwar auch ordentlich reingeknallt, aber anders. Oh, hier. Bam, 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 bam. Nice. Okay, im Eis kann ich jetzt mal das Wasserding einsetzen. Und gucken, ob das funktioniert. Ja! So ein Ding ist das. Okay. 225. Aber mir scheint, das hier ist dann auch der Schlussbereich, so. Die Hälfte ist zurzeit abgelaufen. Ja, aber die Gegner sind so weit über die Hälfte. Aua! Weg. Habe ich gerade ein Herz mehr bekommen durch die Erhöhung der Stufe? Cool. Nee, wait, kann ich da hoch irgendwie? Kommt man da irgendwie hoch? Ah, über die Leiter vielleicht. Dein Ernst, Link? Ach, ich kann hier weiterlaufen. Nee, hier... Ah, da muss ich vielleicht dann nochmal einen Posten... okay. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ich hab gedacht, hier ist einfach Schluss und da war noch nicht Schluss. Nice. Okay, gleich haben wir die 300, aber wahrscheinlich muss ich dann in der Zeit... Ah, wahrscheinlich muss ich in der Zeit dann trotzdem noch ein Dings machen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die 300 weg. Bis auf einen. So. Die Exalfas wurden besiegt. Neue Mission? Nein, keine. Okay, cool. Das war's. Easy. Ja, schön. Nice, nice, nice. Antiker Erweiterungsteil, okay. Taucht jetzt nochmal eine neue Mission auf? Oh, jetzt geht die Stallrenovierung. Ja, auf geht's. Machen wir das Achtung. Auch noch weg. Dank der vielen ausländischen Früchte, blablabla. Ah, das lese ich jetzt nicht jedes Mal vor. Das sind halt so kleine Geschichten, die dazu kommen. Stall der Ebene. Stelle und fahrende Händler. Durch Austausch zwischen allen Regionen von Hyrule wurde eine Gilde der fahrenden Händler gegründet. Nun kannst du seltene Items von fahrenden Händlern besuchten, Stellen kaufen. Ja. Zum Beispiel... Ah ja, Maxi-Barsch und so Kram. Okay, I see, I see.
Okay, cool. So, aber wir haben immer noch eine Mission. Explosionsgefahr. Let's go. Oha, was ist los? Blutmond? Oh, das sieht cool aus. Da-da-da-dum. Ah, schon cool, ne? Also gefällt mir. Ich weiß nicht, wie es zuschautechnisch ist, aber spieltechnisch gefällt es mir. Balken, hast du Bock weiterzufahren? Nee, doch, jetzt? Okay, cool. Freut mich. Okay. Besiege die Monster in der Todbringerschlucht. 500, aber kein Zeitlimit. Da muss ich mit. Ach, hier ist offen. Das war nicht, was ich wollte. Ja, nice. Ja, damit. Zack. Und da ist das Schild gleich down. Ah, ich hätte jetzt ein Stasis-Modul machen sollen. So nämlich. Wow, er hat trotzdem getroffen. Zack. Alter, das tündelt ja richtig rein hier. Was ich wollte. Ich sehe nichts. Zack. Habe ich den jetzt getroffen? Nein, der war hinter mir. Dumm. Aber immerhin. Ah, vielleicht habe ich ihn doch getroffen. Okay. Kann ich eigentlich die Fässer? Danke. Ja, kann ich. Aua. War aber nicht so die geilste Idee. Oh, das sind. Okay. Ich wollte es fast treffen. Ah, vielleicht ist die Reichweite nicht genug. Aber die Reichweite ist genug. Holy moly. Jawohl, brenn, brenn, du Viech. Ja. Oh, nice. Und ab dafür. Ah, sehr geil. Großer Fan. Sehr großer Fan. Okay. Cool. Ah, ich würde sagen, das läuft die Mission, ne? Ist okay. Kann man so anbieten. Haben wir noch mehr Stuff? Nee, hier ist Schluss. Okay. Da sind noch mehr.
500 besiegt. Was jetzt? Erobern? Na klar. Zack! Ich hoffe, ihr erwischt beide. Nein, aber ordentlich, 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 ordentlich auf jeden Fall reingezündet. Yo. Das hat richtig gezündelt. Oh. Nice. Sehr cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay. 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 Okay, also das kann ich immer wieder wegdrücken, das geht einfach nur auf die Karte. Okay, alles klar. Ja, cool. Ich denke, jetzt haben wir wirklich alles gespielt, was man in der Demo spielen kann. Also ich glaube, jetzt gibt es nichts mehr, was ich noch tun kann. Außer Monster gegen was namen in Kakariko. Neue Kraft! Impa, längere Kombo-Angriff, okay. Ja, ich kriege ein Y dazu. Ein X. Kann man mal machen. Und dann taucht das nächste auf. Das geht auch schon. Link Herzen plus 1. Ja, her damit. Nehmen wir alles mit. Glückliche Göttin in Kakariko. Gasthausbesitzerin war erfreut über die Graben der Statue. Bla bla bla. Also das könnt ihr gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Das lese ich jetzt nicht immer alles vor. Okay. Das geht auch wieder. Einhänder längerer Kombo-Angriff. Her damit. Nice. Okay. Also, Kapitel gehen natürlich nicht. Haben wir mit rausbekommen. Herausforderungen haben wir alle abgeschlossen. Hier scheinbar auch alles gemacht zu haben, was wir tun können. Das geht noch nicht. Das geht auch noch nicht. Okay, jetzt haben wir es aber wirklich. Dann verabschiede ich mich an der Stelle. Kann ich irgendwie speichern oder kann ich jetzt... Ah, hier. Zack. Sehr cool. Dann haben wir unseren Spielstand. Hier kommen jetzt sozusagen alles. Okay, bis auf eine Sache haben wir alles irgendwie erwischt. Weiß nicht, was ich nicht erwischt habe, aber gut. Galerie. Haben wir schon irgendwas freigeschaltet? Hä? Jetzt kann ich ihn so angucken, oder was? Ah ja. Ach so, hier. Ah. Oh, hier kann man die Videos nochmal gucken. Dann möchte ich eine Sache gleich mal tun. Ah, und hier kann man die Sachen nochmal durchlesen. Wenn ihr irgendwas nicht gelesen habt, könnt ihr es jetzt nochmal durchlesen. Oh, die Musik, okay. Yo, auch cool. Und das sind dann so... Okay, okay, I see, I see, I see. So, aber ich will jetzt dann eine Sache noch ganz schnell machen. Das muss jetzt sein. Und zwar... Wo ändere ich denn die Sprache? Ich dachte, ich kann die Sprache ändern. Hey, hieß es nicht, man kann... Aber muss ich dafür... Okay.
Muss ich dafür hier die Einstellungen ändern? Hä, war das jetzt... Habe ich das gerade übersehen? Ich will euch ganz kurz eine Sache zeigen. Ich meine nämlich, die deutsche Synchro hat ein Easter Egg nicht eingebaut. Und zwar Robelo, wenn er diesen Wächter das erste Mal... Also wenn man Robelo das erste Mal sieht... Der macht Dinge, die seinen Moves entsprechen. Warte. Wie komme ich denn jetzt... Ah, Galerie. Ja, genau, das hier ist es. Das hier ist es. Das Video müssen wir uns noch mal kurz angucken. Nur einen Teil. Nur einen Teil. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Sprache ausgewählt. Oder machen die Japaner das? Machen die Englisch? Ich weiß nicht, ob die englische Sprache das auch macht. Aber mal gucken. Da ist nämlich ein lustiges Easter Egg drin. Wenn ich jetzt mich nicht komplett irre. Wenn ich mich komplett irre, dann haben wir jetzt noch 5 Minuten Verschwendung. Ist auch okay. This is technology, the likes of which I've never laid eyes on. Which means we've got ourselves a brand new, never before witness, Guardian Model! Devices like the Sheikah Slate, which are amplified by the power of such ancient relics, are but a meager fragment of such technology. I see. That explains why all of us were able to use the Sheikah. Ja, das soll so ein bisschen... In addition, this here doohickey is... So ein bisschen Michael Jackson-artig klingen. Und ich glaube, das haben sie im Deutschen nicht ganz so rübergebracht. Ich glaube, wir haben es jetzt ein bisschen besser rübergebracht. Ich habe es jetzt nicht wirklich so rausgehört. Aber wieso kann ich hier... Wieso kann ich im Spiel die Sprache, wieso muss ich dafür rausgehen? Was ist das denn schon wieder für ein Quatsch, Nintendo? Wieso muss man denn dafür rausgehen komplett? Warum? Kann man das nicht mitten im Spiel um... Okay. Mich würde ja enorm reizen, die japanische Synchro zu hören, ne? Weil ich halt japanische Synchro feiere ich einfach des Todes. Ist eigentlich Japan... Ja, japanisch wäre auch dabei. Hören wir uns die Szene nochmal auf japanisch an. Komm, ist ja egal. Wer es nicht sehen will, kann jetzt ausschalten. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Ich will mir die Szene nochmal auf japanisch anhören. Ich feiere japanische Synchro halt übertrieben. Nee. Let's go. Aber die deutsche Synchro ist halt nicht schlecht, ne? Ich würde die, wenn wir es Let's Play dann haben, würde ich schon eher die deutsche Synchro laufen lassen. Man kann sich halt leider nicht für beide entscheiden. Die japanische ist bestimmt besser, so vom, aber die deutsche ist halt auch nicht schlecht. Kore ni wa 古代エネルギーと未知の技術が使われている。つまりこれはミーの知らない全く新しい型のガーディアンである。<笑>
シーカーストーンを含めた古代遺物の力を増幅させる機能はその技術の一端に過ぎません。なるほど。だから私たちまでシーカーストーンの機能を使用する。そう、この中ではウィーラが想像もしないインフォメーション、情報が眠っていたのです。Oh, was ist das denn? Das ist kein Kachika. Heißt das im Original gar nicht Kachika? Oha, okay, wusste ich gar nicht. この Guardian に記録されていた写真をいくつか取り出してみたよ。お、これは。うん。まず間違いなく、厄災復活直後のハイラル城と言っていいね。内部から情報を取り出したはいいものの。その大部分が破損しており、ですが今後解析を進めればまた何かわかるかもしれません。これが厄災が復活した後のハイラルの姿。こうなってしまったらもうハイラルを救うことなど、これまで考えてきた対策のみでは足りないのでしょうか。 Ich werde mich nicht entscheiden können.Wir werden auf jeden Fall, nein, ich werde mich schon entscheiden können, wir werden auf jeden Fall die deutsche Synchro nehmen. Aber die japanische ist halt schon, oh, ich liebe japanische Synchro einfach. Das macht die Stimmung nochmal so viel krasser, was die, irgendwie kriegt die deutsche das einfach nicht hin. Egal wie gut sie ist. Ja gut, dann schließe ich mich ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Und hoffentlich bis zur Vollversion, wenn ihr Lust habt. Ich hab Lust.